Promi-Geflüster mit einer weiteren Ausgabe aus dem Studio. Wir sind schön brav zu Hause, so wie es sich gehört. Wir sollen ja zu Hause bleiben und natürlich auch meine Interviewgäste sind brav zu Hause. Aber heute geht es doch ein bisschen weiter Richtung Süden. Im Süden, nämlich auf Mallorca, auf der Partyinsel, da ist Antonia zu Hause. Und zu ihr sage ich jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr da seid oder ich bei euch, wie man das auch sagen kann jetzt überhaupt in dieser Zeit. Genau. Und wie man sieht, wir haben dich jetzt im Studio erwischt. Also du produzierst und machst ganz eifrig dann hier vom Homeoffice aus. Ja, im Moment kann man ja gar nichts anderes machen, als von zu Hause aus zu arbeiten. Aber wir nehmen das auch als Anlass, weil wir sind ja eh schon ein bisschen überfällig mit dem Album. Und zum Glück haben wir ja unser Studio zu Hause und in Mallorca wirklich auch Ausgangssperre, die auch sehr, sehr streng ist. Mhm. Ja, und jetzt machen wir das Beste draus und haben jetzt halt die Zeit dafür, das Album fertig zu machen. Genau. Was wird denn entstehen? Was können die Fans erwarten? Ja, die Fans warten ja schon viele Jahre jetzt auf ein neues Album. Das Album wird ein sehr echtes Album werden. Wir haben alles live einspielen lassen, sogar das Schlagzeug. Es wird sehr gitarrenlastig. Zum Glück haben wir alles schon im Vorfeld einspielen lassen, bevor da jetzt kam mit dem Coronavirus. Von daher kann der Peter das alles jetzt im Studio bearbeiten. Das Einzige, was jetzt noch gefehlt hat, weil ich ja auf Tour war, war meine Stimme zu den ganzen Songs. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich die Zeit, dass ich im Studio jetzt alles einsingen kann. Und dann steht im Album Rockschlager nichts mehr im Wege. Rockschlager, ja. Geht es dann auch ein bisschen rockiger zu jetzt bei der Antonia? Oder wie muss man sich's vorstellen? Ja, so kannst du es dir ungefähr vorstellen. Also wer mich schon mal live gesehen hat, der weiß, dass ich immer schon Rocksongs gesungen habe, auch in meinem Live-Programm. Und meine Fans haben mich auch immer angesprochen. Antonia, wir wollen mehr von dieser Seite hören von dir. Das gefällt uns so gut. Und ja, wir haben dann lange herumgetüftelt und in welche Richtung das es gehen soll. Und haben uns aber dann halt für diese Richtung entschieden. Und ich liebe die Rockmusik und ich habe sie halt jetzt mit der Leidenschaft Rock und Schlager verbunden. Und so entstand dann eben Rockschlager. Sehr schön. Das klingt doch sehr spannend und wir sind da schon gespannt, was uns dann im Laufe des Jahres erwarten wird. Jetzt ist es ja so, genau, jetzt ist es ja so, in Mallorca oder auf Mallorca wird ja wohl in den nächsten, oder ist eigentlich in den nächsten 4 Wochen, so Anfang Mai, ja wieder die große Eröffnung eigentlich angedacht und geplant. Was weiß man denn so? Wird es planmäßig starten oder gibt es eher Verzögerung? Also meine aktuelle Info ist, dass jetzt mal bis Ende April noch hier Ausgangssperre ist und das Bierkönig Opening wäre ja schon Mitte April gewesen, also das kann in dem Fall erstmal nicht stattfinden. Und ob Anfang Mai da schon was stattfinden kann, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Also ich denke mal, es steht in den Sternen. Wir können jetzt rumraten und irgendwelche Mutmaßungen aufstellen, aber ich denke, man kann es einfach nicht sagen, wie es kommt. Richtig. Müssen wir nehmen, wie es ist. Klar, das trifft uns jetzt alle. Da müssen wir durch und hoffen wir mal, dass es dann auf dem Sommer doch recht schnell wieder vorbei ist und man sich dann hoffentlich auch wieder persönlich treffen kann. Das wäre natürlich der Wunsch vieler oder von uns allen natürlich. Genau, dass es nicht allzu lange geht. Ja. Da hat uns jetzt leider die Natur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ging leider nicht anders. Genau. Ja. Antonia, wie gesagt, auf Mallorca bist du ja zu Hause und du hast jetzt, wie man schon gesehen hat, auch auf deinen Kanälen auch schon das eine oder andere Home-Konzert gemacht. Wie ist denn das für dich, wenn man da so einfach in die Kamera rein musiziert und nicht weiß, wer zuschaut? Also es ist auf jeden Fall ein ganz komisches Gefühl, weil ich bin ja ein Mensch, der wirklich mit dem Publikum immer gerne in Kontakt steht und wenn du dann singst und du bist mit dem
sehr, kein Applaus und es ist irgendwie kein Feedback da. Das war am Anfang schon ungewöhnlich, aber ich muss sagen, ich fand es auch trotzdem super spannend, weil es einfach erstens eine neue Erfahrung ist und zweitens, es gab auch die Möglichkeit meiner vielen Fans, die ich auch im Ausland habe, wo ich eben noch nicht zu Konzerten war, denen die Möglichkeit zu geben, da mal bei einem Konzert ein bisschen hautnah dabei zu sein. Ja. Wie stehst du sonst in Verbindung mit Verwandtschaft? Ich weiß nicht, gibt es in Tirol da noch jemanden? Weil die haben es ja dann doch noch mal ein bisschen schlimmer erwischt. Also meine Verwandtschaft in Österreich, mit denen telefoniere ich natürlich regelmäßig. Da ist Gott sei Dank alle sind gesund. Und wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, kann. Also man sieht sich dann schon, wobei ich ja sagen muss, mich dann doch die Familie dann hier gerne mal besucht oder so. Das liegt jetzt erstmal auf Eis. Mal schauen, wann es wieder möglich ist. Aber wir sind trotzdem in Kontakt und man schätzt dann wahrscheinlich nachher umso mehr. Das denke ich auch. Und ich denke mal, das kann und dann richtig. Ich denke mal, das wird es dann auch sein, dass man einfach da jetzt ein bisschen mehr zusammenrückt und wieder mehr zusammenfindet und sich aufs Wesentliche wieder konzentriert. Ganz genau. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wie gesagt, wie es weiterentwickelt. Die Leitung ist ein kleines bisschen schlecht, aber das kriegt man gleich nachher nochmal hin, denn wir sind jetzt auch noch mit einem Livestream unterwegs bei Facebook. Okay. Ich sage erstmal herzlichen Dank für die Auskünfte, für die in der nächsten Zeit, was bei der Antonia ansteht. Dir alles Gute, viel Gesundheit vor allem, das kann man allem wünschen. Und ich sage mal, sobald das Album draußen ist und du wieder in Deutschland auch wieder unterwegs bist bei der einen oder anderen Fernsehsendung, dann sehen wir uns. Auf jeden Fall, freue ich mich schon drauf. Alles Gute euch und bleibt gesund. Genau. Tschüss.